herzlich willkommen zum Wochenimpuls. In diesen Tagen gehen ja sehr viele Menschen auf die Friedhöfe. Die Gräber sollen schön sein. Und in diesen Tagen wird dann mit Kerzen, mit Lichtern, dankbar, in dankbarer Erinnerung an die verstorbenen Angehörigen gedacht. Wenn Sie hier auf dem Neanderfriedhof sind, haben Sie vielleicht noch gar nicht beachtet, was auf dem Friedhofstor zu sehen ist. Ein Alpha und ein Omega, erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabetes. Willi Fehrmann, der Xantener Autor und Lehrer, erklärt in seinem Buch »Ein Fisch ist mehr als ein Fisch«, was es mit dem Alpha und Omega auf sich hat. Und zwar gibt es da die Gestalt des Weberlehrlings. Der hat Ihnen schon neulich das Symbol Fisch erklärt. Der hat in Ephesus und Kolossae gelebt und gearbeitet und hat den Apostel Paulus kennengelernt und interessiert sich sehr für die junge Gemeinde der Christen. Und einmal geht er über einen Friedhof der Christen und wundert sich über die Grabsteine. Überall ist dieses Alpha und Omega. Was wird das bloß bedeuten? Und er kommt auf die Spur, weil er nach und nach Christen kennenlernt und an den Gottesdiensten teilnimmt. Und Willi Fehrmann beschreibt es so: Jetzt wird mir auch klar, warum Alpha und Omega auf den Grabsteinen steht. Da steht geschrieben, was wir nicht wissen. Was wir glauben, das steht da. Da ist eingemeißelt, was wir hoffen. Kein Ende wird sein. Endlich weiß ich die Antwort auf meine Frage. Wenn einer stirbt, dann ist das Tor, ein dunkles Tor zu einem neuen Leben. Jetzt bin ich gewiss, der Tod ist das Tor zum Leben. Dieser Freund Jesus, Sohn Gottes, Christus, Heiland, der ist mein Alpha und mein Omega. In seinen Händen liegt mein Leben und alles, was vor der Geburt war und nach dem Tode sein wird. Schauen Sie mal, selbst die Kirche stellt uns das Alpha und Omega dar. In dem Giebel kann man ein Alpha sehen. Und das Hufeisenfenster, eine beliebte architektonische Variante, ist wie das Omega. Wenn ich an Gräbern stehe, dann zitiere ich oft den Vers aus der Offenbarung. Jesus Christus spricht: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.